Die letzten beiden Parts waren wortwörtlich eine große Schlacht, in der Lasse Kloppen Temnos zurückerobert hat von Tantalus. Und er hat nicht nur Tantalus besiegt, sondern auch den Fraktionsführer Tantalos in die Flucht geschlagen. Ich glaube, er ist sogar gestorben, soweit ich weiß, weil es ist ja kein epischer Held. Von daher wird er einen Nachfolger brauchen. Wir haben den Feind auf jeden Fall einen starken Schlag gesetzt. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part Troy, A Total War Saga mit Hectors Kampagne. Ja, also die letzte Schlacht hat mir sehr gut gefallen. Sie war gegen eine Überzahl und wir haben trotzdem geschafft zu siegen. Und ja, Lasse hat natürlich einige Männer verloren, wie ihr hier seht. Aber Temnos gehört uns und der Gegner ist erstmal richtig geschwächt. Also wenn Hippolyte jetzt vielleicht eine Armee hier hat, bitte sehr, dann soll sie bitte ihre Armeen weiterschicken. Irgendwo hier sollte sie dann irgendwas erobern von Tantalus. Denn die haben im Moment keine einzige Armee. Ich würde sehr gerne mit Lasse direkt hier rüber gehen und Menomene erobern, also einnehmen, bevor eine neue Armee da aufkreuzt. Aber ich habe gerade gesehen, die Garnisonstärke ist 14. Das ist zu krass. Also, wir haben zwar 20 Einheiten, aber die sind sehr stark angeschlagen. Das heißt, sie brauchen erstmal 2, 3, sogar 4 Runden eventuell, um sich zu erholen. Macht aber nichts, denn Hippolyte ist auch noch dabei. Die hat den Krieg mit uns gemeinsam gegen Tantalus. Und vielleicht nutzt sie ja die Gelegenheit und greift dann letztendlich Tantalus an und nimmt hier wenigstens ein oder zwei Regionen ein. Denn die Gelegenheit ist auf jeden Fall sehr gut im Moment. Also ich würde es tun an ihrer Stelle, wenn sie es kann. Sollte sie es machen. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf. Eine Region hat sie in den letzten Runden schon eingenommen. Ja. Dann, was wir heute in diesem Part auf jeden Fall machen werden, ist die Schlacht führen, die Hector jetzt gerade im Auge hat. Nämlich gegen Antalya in Myrina. Das wird direkt in der nächsten Runde passieren. Doch vorerst schaue ich mal, was ja wir letztendlich durch das Erobern dieser Region hier alles jetzt nochmal eben erledigen können oder müssen. Und da ist eben zum Beispiel ein Fähigkeitenpunkt. Dein Lasse ist jetzt auf Stufe 5 gekommen. Das heißt, wir können jetzt endlich wieder einen Fertigkeitenpunkt vergeben. Und jetzt schaue ich mal, was da so möglich ist. Also, was haben wir denn hier? Die unteren, die sind schon mal die neueren. Nahkampfabwehr aller Einheiten dieser Armee. Das ist schon mal nicht schlecht. Das würde ich feiern. Das kann man nochmal verdoppeln. Achso, nee. Moment, warte mal. Schwere Einheiten. Okay, da kann man nochmal zusätzliche Boni freischalten, alles klar. Was haben wir hier noch? Plus 6% Reichweite von Geschosseinheiten in der Armee des Helden. Das ist auch nicht so schlecht. Reichweite ist schon gut. Vor allem, wenn es dann Fernkampfeinheit gegen Fernkampfeinheit geht. Kann man sogar auf 10% erhöhen. Bei Wurfspeereinheiten, okay. Was haben wir hier noch? Bogenschützeneinheiten. Ah, okay, da wird unterschieden, ne? Geschosseinheiten sind dann wahrscheinlich Schleuderer. Wurfspeereinheiten sind Plänkler. Und Bogenschützen sind... Bogenschützen im Grunde. Bogenschützeneinheiten sind Bogenschützen, ja. Was soll ich denn noch großartig erklären? Ja, okay, das ist natürlich blöd. Ich möchte jetzt nicht entweder oder... Wenn, dann würde ich natürlich alle gerne upgraden. Aber wenn jetzt nur das hier, also die Geschosseinheiten, die Schleuderer sind, dann ist das natürlich blöd. Ich gucke nochmal, was wir sonst noch machen könnten.
Hier ist zum Beispiel was. Verringert die Erschöpfung des Helden. Das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir noch? Verzögert den Verfall von Zorn. Plus 8 Sturmangriff. Verringert die Erschöpfung des Helden. Das wäre auch nicht schlecht. Würde ich aber vielleicht ein andermal machen. Ich glaube, die Nahkampf-Abwehr für alle ist viel besser. Für unsere Ziele. Ich werde mal Nahkampfabwehr aller Einheiten ein bisschen pushen hier. So, das gefällt mir viel besser. So, dann schauen wir mal. Ja, genau, den Fähigkeitenpunkt haben wir erledigt. Dann geht es doch mal in die Schaltfläche von Priamos Erbe. Denn wir haben einige Punkte bekommen, wie ihr seht. Schaut es euch an. Paris hat immer noch 101 Punkte und wir haben 119. Das heißt, wir haben einen Sprung von 18 Punkten hingelegt. Sehr gut. Ja, da muss ich Paris erstmal eine Scheibe abschneiden. Wie kommen diese 18 Punkte zustande? Das können wir uns jetzt auch nochmal eben angucken. Denn wir haben hier bei Priamos Erbe, Priamos Respekt, haben wir einmal 5 Punkte gekriegt, weil wir einen Gegner besiegt haben, also die Arkäer, weil wir die Arkäer besiegt haben und weil wir eben den Fraktionsführer besiegt haben von den Arkäern. Deswegen haben wir eben 5 Punkte bekommen. Dann haben wir einfach, weil wir unseren Bruder unterstützt haben, sogar noch 2 Punkte bekommen, weil wir ja den gleichen Krieg führen. Wir haben es ja so geregelt, dass Paris mit uns den Krieg gegen Tantalus führt. Das heißt, jetzt haben wir durch diesen einen Sieg allein schon 7 Punkte gekriegt. Aber dadurch, dass wir ja jetzt noch Priamos Laune haben, also wir haben die Aufgabe bekommen, eine Siedlung zu erobern, das haben wir ja auch noch gemacht, haben wir insgesamt nochmal 10 Punkte dazu gekriegt und letztendlich in dieser Runde 17 Punkte mit einer einzigen Schlacht gesammelt. Und das zeigt dann einfach schon mal, dass unser Plan wieder aufgegangen ist, hier gegen Paris mit in den Krieg von Tantalus zu führen. Letztendlich bringt uns das richtig viele Gunstpunkte bei Priamos. Und deswegen möchte ich auch gerne weiter gegen Tantalus hier kämpfen. Ne? Also wäre sogar nicht schlecht, wenn wir jetzt Tantalus weiter erobern und nicht Hippolyte, weil wir eben jetzt gerade den gemeinsamen Krieg mit Paris haben und dann satt Punkte abräumen können. Und vor allem, es ist halt einfach schade, dass Lasse jetzt gerade angeschlagen ist, weil wenn er jetzt weiterziehen könnte, hier wäre nämlich der nächste Fraktionsführer eventuell, ne? Vielleicht verteidigt hier schon der nächste Fraktionsführer, hat nur eine Einheit in seiner Armee. Und dann können wir den nächsten 5 Punkte reinsacken. So. Beziehungsweise 7 Punkte sogar. Ja, das wäre geil. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Jetzt gehe ich erstmal rüber zu Hector. Und dann werden wir uns in diesem Part auf jeden Fall die Schlacht gönnen, die er zu schlagen hat. Und ja, das machen wir jetzt mal hier. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Moment, einmal gucken. Hekatombe habe ich wahrscheinlich letztes Mal schon geguckt. Ja, 4 Runden immer noch. Diplomatie müssen wir nicht mehr machen. Dann ach so, was wir Moment, bevor wir zu Hector gehen, müssen wir vielleicht noch mal gucken. Kann ich hier in Temnos schon was bauen? Gebäude abreißen. Nee, nicht unbedingt. Das möchte ich nicht. Zumindest jetzt erstmal nicht. Also ich baue sowieso erstmal Holz, sonst kann ich keine Apoiki bauen. Aber nee, ich glaube, ich muss doch abreißen, weil hier sinkt nämlich durch dieses Gebäude Einfluss und der Einfluss ist nur bei 3%. Steigt der? Ja, aber gering und dadurch, dass wir halt auch keine Hauptsiedlung hier haben, sondern Hippolyte die Hauptsiedlung kontrolliert, sollten wir dafür sorgen, dass der Einfluss gewahrt bleibt und auch das Wachstum
Ja, okay, das Wachstum ist ja jetzt dadurch gestärkt, aber ja, was wir an Nahrung kriegen, ist halt auch nicht die Welt. Und dafür minus 7 Einfluss. Wenn wir über 60% Einfluss kommen, dann kriegen wir ja viel mehr Boni durch die Nahrung. Also auf lange Sicht ist das Gebäude schlecht, deswegen reiße ich das jetzt direkt ab. Dann werden wir jetzt in der nächsten Runde wieder im Minus sein. Glaube ich zumindest, wenn wir jetzt keine anderen Gebäude zufällig gebaut haben oder so, die bald fertig werden. Macht aber nichts. Denn dann baue ich einfach eine Apoiki hin und dann auf lange Sicht gesehen kriegen wir da satt Nahrung zurück. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Paris. Ja, gut. Ein Colonel. Der bleibt schön bei seiner Helena da oben. Ja, dann würde ich sagen. Ja, der Polydoros kann auch nichts rekrutieren. Dann beende ich die Runde jetzt. Und danach greifen wir Marina an. Wenn nichts anderes passiert, was ja auch sein könnte. Wir schauen einfach mal. Ach du meine Güte. Also jetzt bin ich in der Zwickmühle. Ich muss jetzt entscheiden, ob ich Hippolyte. Also Hippolyte greift Aeneas an. Und das sind beides unsere Verbündeten. Ich habe mit beiden Defensivbündnis. Und ich weiß jetzt nicht, warum Hippolyte Aeneas angreift. Das ist echt scheiße. Und ich möchte aber nicht mit Aeneas Krieg führen. Da muss ich leider mit Hippolyte. Oh, ich würde keinem Krieg gerne beitreten, ne? Ja, wenn ich jetzt aber ablehne, die Verteidigung ablehne, dann breche ich das Bündnis mit Aeneas und bin unzuverlässig, was mich natürlich wieder angreifbar macht. Also ich hätte zwar mit keinem der beiden Fraktionen Krieg, glaube ich zumindest. Aber Aeneas kriegt erstmal fette, ich krieg erstmal fette Minuspunkte bei Aeneas und dann bin ich auch noch unzuverlässig. Dann weiß ich nicht, ob mir vielleicht irgendwer den Krieg erklärt oder ein Bündnis aufkündigt. Ich möchte natürlich weder gegen Hippolyte noch gegen Aeneas kämpfen. Ich weiß auch nicht, warum die so dumm sind und gegeneinander kämpfen. Es gibt natürlich jetzt im Moment andere Feinde, ne? Trete ich dem Kampf gegen Hippolyte bei? Ich möchte nicht gegen Hippolyte kämpfen. Ich möchte nicht gegen Aeneas kämpfen. Aeneas soll eigentlich ein Verbündeter bleiben. Aber tut mir leid, dann gehe ich jetzt das Risiko ein, dass ich unzuverlässig bin für 10 Runden. Das würde heißen, ich kann keine Diplomatie betreiben in den 10 Runden. Also keine erfolgreiche zumindest. Ich glaube, 10 Runden dauert das, bis das wieder umgeworfen wird. Das ist jetzt echt schäbig, ne? Also. Ah. Ich weiß nicht. Es sind beides meine Verbündeten. Ich trete keinen bei. Das ist blöd. Ich versuche jetzt 10 Runden durchzustehen, ohne groß Kriege zu bekommen oder so. Schon gar nicht gegen Aeneas. Und dann versuche ich wieder ein Bündnis mit ihm zu schließen, denke ich. Tut mir leid, ich möchte halt mit keinem Krieg haben. Jetzt mit keinem von beiden. Okay, Union ist beendet. So. Ja, jetzt hat sich so viel getan. Also, wir haben eine neue Aufgabe von Priamos erhalten. Sorgt dafür, dass das folgende Gebäude gebaut wird. Altar der Aphrodite. Ja, das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen, aber wenn dadurch 10 Punkte bei Vater rausspringen, dann mache ich das einfach. Ich glaube, wir haben auch genug Kohle. Beziehungsweise Ressourcen. Ja, jetzt haben wir einen Fehlschlag eines Agenten gegen Fruchtzwergen. Das macht nichts. Hector ist Seefahrer geworden. Ist das nicht cool? Hat mehrere Runden auf See verbracht. Plus 10% Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte auf See. Das ist sehr cool.
Abriss abgeschlossen. Da schauen wir gleich mal rein. Schutzbündnis gebrochen. Da Danien und Hector. Ja, tut mir leid. Echt. Ich gehe gleich mal in die Diplomatie und guck mal, wie hoch so der Schaden ist, den wir jetzt haben. Teurania, was? Provinz, okay. Bevölkerungsüberschüsse haben wir. Ithaka hat Frieden verhandelt. Es haben mehrere Frieden verhandelt. Krieg erklärt. Hippolyte hat Meonian, Paris und Dardanien den Krieg erklärt. Terea hat wieder Kyme den Krieg erklärt. Ja, ist mir egal. Das macht nichts. Goldmühle. Okay. Ja, dann, weiß ich nicht genau. Wir schauen einfach mal. Also ich gehe jetzt noch nicht zu Hector. Das machen wir gleich. Wir gucken erstmal, was wir sonst in der Runde machen. Hier habe ich doch gerade was gesehen. War hier nicht gerade eine Armee von... Hier ist gerade eigentlich eine Armee von Kyme an Land gegangen. Ist dann in Marschstellung gewechselt? Das ist komisch. Sind die in die Hinterhaltsstellung gegangen oder so? Ich weiß nicht, wen die da, gegen wen die kämpfen wollen. Ob die gegen mich kämpfen wollen oder was? Sollen sie es versuchen, aber... Naja. Gegen Kyme habe ich auch... Mit Kyme habe ich auch keinen Krieg. Also die beiden bekriegen sich jetzt hier wieder. Das ist mir egal. Lasse. Victory awaits. Ja, der... Er holt sich langsam. Wir gucken mal. Wir müssen eine Apoiki bauen auf jeden Fall. Wo ist die denn? Da, ne? Das ist die kleine Apoiki. Dafür brauchen wir noch... Nix. Gar nichts. Oh, wir haben alles. Nice. Dann bauen wir die direkt. Das ist das Wichtigste. Dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Nahrung in dieser Region. So, und jetzt kümmern wir uns noch um den Tempel. Jetzt muss ich nur eben eine Region finden, wo wir die in der Hauptsiedlung was ausbauen können. Ah, hier, guck mal. In Floh. Das war schon ein Tempel. Ich hoffe, die beißen sich nicht. Oder kann ich hier in Hectors Partybude noch was machen? Nee. Okay, in Floh kann ich was machen. Sonst nirgendwo, ne? Schade. Centaurus. Nee. Ja gut, also in Floh kann ich was machen. Und zwar werde ich dann... wo ist das? Hier hinten ist Aphrodite, ne? Ja, da. Was gibt das denn Schönes? Nachschubrate ist schon mal nicht schlecht. Gunst bei Aphrodite, ja. Okay, Nachschubrate und Zufriedenheit. Ja, warum nicht? Komm. Und dann kriegen wir halt von Vater den Segen noch. Okay, jetzt muss ich aber verhandeln. Und wir schauen mal. Nicht vertrauenswürdig. Verräterische Handlungen wie ein Angriff auf Verbündete verringert eure Verlässlichkeitsbewertung. Je unzuverlässiger ihr seid, umso geringer eure Chancen auf erfolgreiche diplomatische Verhandlungen. Verrat wird mit der Zeit jedoch vergessen und eure Verlässlichkeit wird so schnell... wiederhergestellt. So, jetzt. Okay. Ja, das ist aber natürlich scheiße. Nicht vertrauenswürdig. Minus 14. Heißt minus 14 jetzt, dass wir erst in 14 Runden wieder vertrauenswürdig sind? Das wäre echt schade. Ich gucke erstmal die Beziehung zu Aeneas. Ist stark in den Keller gegangen. Die wird auch weiter... in den Keller gehen. Gebrochene Abkommen mit Dardanien. Minus 79. Abkommen mit Hippolytes Amazonen. Minus 18. Ach du meine Güte. Da haben wir uns richtig in was reingeritten. Ja. Also das geht jetzt erstmal ins Minus. Ich weiß nicht, kann ich den irgendwie umstürmen, hier einen Nicht-Angriffspakt zu schließen mit mir? Kann ich hier irgendwas Gutes tun? Warte mal, ich muss mal eben gucken, wie viel wir von jeder Ressource kriegen. Vielleicht kann ich ihm ein bisschen Gold spenden oder so. Pro Runde.
Vielleicht freut sich Aeneas da. My kinsman wishes to talk. Of course I shall listen. Ich versuch's mal. Komm, ich möchte auch mit dir gut Kollege sein, du. Machen wir mal ein bisschen Bronze. Okay, ne. Hat er genug. Ja, wie wär's mit Holz? Ich mach mal 190. Alto Belli. Es wird halt immer schwerer, Abkommen zu schließen dann, ne? Wie ist mit Gold? Achso, warte mal. Vielleicht für 10 Runden? Für 10 Runden 20 Gold. 25. 25 Gold. Vielleicht ein bisschen weniger. Machen wir 24. So, okay. 24 Gold für 10 Runden macht er. Dann erledigen wir das doch. Dadurch kriegen wir schon mal nicht Angriffspakt und haben ihn schon mal etwas wieder beruhigt, denke ich. Komischerweise, militärischer Zugang ist immer noch vorhanden. You show great wisdom. Wahrscheinlich ist der Nicht-Angriffspakt und der militärische Zugang unabhängig voneinander oder was? Keine Ahnung. Okay. Da haben wir schon mal ein bisschen weiter gemacht. Okay, es ist jetzt schon mal ein bisschen beruhigt worden, weil wir ein neues Abkommen mit Dardanien geschlossen haben. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt und er hält ihn auch bestimmt ein, weil er ist nämlich, glaube ich, zuverlässig, oder? Okay, das steht hier jetzt gar nicht. War der nicht gerade zuverlässig? Oder war das... Ne, das war Priamos. Ja, also... Ja, schade. Ich habe jetzt gegen etwas gehandelt. Also ich sorge immer dafür, dass meine Zuverlässigkeit hoch ist im Spiel, aber jetzt... Wenn dann zwei Leute aus dem Bund von Asuva gegeneinander gehen, dann ist das natürlich läppisch, ne? Das ist echt blöd. Das ist auch eigentlich der Grund, warum man halt nicht so viele Schutzbündnisse und sowas alles oder militärische Bündnisse mit ganz vielen Fraktionen eingehen sollte. Weil es halt immer mal vorkommen kann, dass die auch gegeneinander kämpfen dann und ja, dann hast du die Arschkarte, weil du dann eben unzuverlässig bist, ne? Am Ende. Du bist dann der Gelackmeierte, wenn du einem der beiden Fraktionen dann entweder mehr beitrittst oder eben nicht beitrittst. Irgendwer jammert dann einfach, ne? Und ich weiß auch gar nicht, warum die beiden in den Krieg gehen. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier oben ist Aeneas, hier unten ist Hippolyte. Warum? Wo kriegen die sich denn in die Wolle? Ich verstehe es nicht. Guck mal eben, die Beziehung zu Paris sieht auch schlechter. Na, okay, nicht unbedingt. Ja, etwas schlechter geworden. Aber jetzt nicht groß. Nicht groß. Ja, gut, ich habe trotzdem noch mit Hippolyte ein Bündnis. Das gefällt mir auf jeden Fall. Aber Hippolyte wird jetzt auch rumheulen, dass ich mit Dardanien Abkommen geschlossen habe. Ja, seht ihr ja schon da. Also jetzt heulen beide rum, ne? Ich bin am Ende der Doofe. Obwohl die beiden sich streiten. Das ist auch blöd. Achso, was ich in der Diplomatie machen wollte. Ich wollte jetzt handeln. Und zwar brauche ich Holz. Ich brauche Holz von jemandem, der sehr viel Holz hat und vielleicht ein bisschen Gold braucht. So wie Paris zum Beispiel. Der braucht was. Da mache ich aber eine einmalige Zahlung. Ein bisschen Holz. Warte mal. Holz brauche ich 600, ne? Ja. Machen wir mal 700. 700. Dafür gebe ich jetzt ein bisschen Holz ab. Gold ab. Oh, der verlangt aber ganz schön viel, der Sack. Aha. Ja, okay, komm. 130. Ich krieg's in der nächsten Runde. Ich krieg ja wieder ein bisschen was rein. Außerdem ist das ganz gut. Wenn er mehr Gold hat als ich, dann kann ja nicht das passieren, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Nämlich, dass er mich beim Vater anschwärzt und wir schon wieder 10 Punkte verlieren. Im Gegenteil, jetzt kriegen wir halt dadurch
weitere 10 Punkte bei Vater. Und danach können wir dann auch direkt die nächste Mission machen. Bau nicht möglich, da diese Siedlung bereits über die maximale Anzahl des Gebäudetyps verfügt. Ach so, meine Güte, das ist natürlich auch blöd. Haben wir Hera überhaupt noch in der Gunst? Nein. Ja, dann würde ich sagen, baue ich diesen Tempel hier ab. Was bringt der? Wachstum und Moral. Ja, Moral ist natürlich für die in dieser Provinz rekrutierten einer. Vielleicht baue ich dann lieber woanders einen Altar ab. Weiß ich nicht. Dann lieber woanders. Kann ich hier Altare bauen? Ne, leider nicht. In der Hectors Partybude kann man da was bauen? Was ist das? Alpollons Altar. Den baue ich eigentlich nicht mehr, ne? Eigentlich baue ich den nicht mehr, aber... Na? Ich weiß nicht. Ob Alpollon da... Oder Apollon dann... sauer wird? Wenn ich den abreiße? Shit. Ja, ich weiß es nicht. Centauros war jetzt das Gebäude. Das brauchen wir auch. Brauchen wir. Mundodelf. Was ist das? Residenz des Priamos? Ah, okay. Bauen wir hier schon. Sehr gut. Es gibt noch mal ein bisschen Nahrung. Ja. Schwierig. Dann würde ich sagen, bauen wir den Tempel hier ab. Obwohl... Ah, Wachstum und Moral. Denn die Moral, die möchte ich eigentlich behalten. Ja, dann... Hectors Partybude. Dann baue ich Apollons Tempel ab. Da kriegen wir nur minus 50% Rekrutierungskosten von allen Agenten und plus 2 Rang bei Rekrutierung von Agenten. Minus 5% Rekrutierungskosten von allen Geschosseinheiten. Darauf kann ich verzichten. Auf Apollons Segen kann ich auch im Moment verzichten. Ist jetzt auch egal, weil das haben wir nur am Anfang gebraucht. Weil Priamos halt darauf bestanden hat, quasi. Dass wir Apollons Gunst kriegen. Jetzt besteht er aber nicht mehr drauf. Deswegen würde ich sagen, reißen wir das ab. Und dann machen wir in der nächsten Runde den Tempel. Jetzt habe ich natürlich umsonst, also vergebens, das Holz besorgt. Hätten wir uns auch sparen können. Naja, egal. Konnte ich nicht wissen. Gut, okay, dann hätten wir jetzt in dieser Runde soweit erstmal alles erledigt. Das mit Aeneas ist auch nochmal gut ausgegangen, hoffe ich. Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an aus Frust Prinz oder sowas. Hector. Wer aber angegriffen wird, das ist dieser Typ hier, der Laodokos oder wie auch immer der heißt. Oder Laodokos oder Laodokos, wie auch immer der ausgesprochen wird. Der kriegt jetzt einen auf die Mütze. Warte mal. Es sind jetzt 9 Garnisonseinheiten plus 5 Armeeeinheiten. Das wären dann 14 gegen 20. Und Hector hatte richtig Bock, würde ich sagen. Los geht's. Zack. Ja, der greift an. Nur ist die Frage, was wird uns das bringen? Wir schauen mal eben auf die Karte. Also wir haben auf jeden Fall Ares Gunst. Oh, jetzt haben wir natürlich auch nur wenig Auswahl hier beim Angriff. Eieiei. Die sind ja echt geschützt, ne? Man kann gar nicht vom See aus kommen, glaube ich. Wir kommen ja von hier unten. Vom Wasser können wir gar nicht auskommen, so wie es aussieht. Die Stadt ist echt geschützt. Das heißt, man kann nur durch dieses Tor oder durch dieses Tor... Da werden wahrscheinlich einige Türme sein. Und natürlich gute Befestigungen. Das heißt, man kann auch nicht so gut entzerren. Wie ich es vorher immer gemacht habe.
Das ist natürlich ein Nachteil. Was haben wir hier noch? Speerträger. Ist eigentlich Akea die hier? Das wäre natürlich cool, wenn die Akea wäre. Okay, hier haben wir mittlere Speerträger. Dann haben wir zwei Handkeulen. Die können bestimmt richtig auf die Kacke hauen. Eins, zwei, drei, vier Fernkampfeinheiten plus eine Plänklereinheit. Eine schwere Plänklereinheit. Wurflanzenwerfer. Okay. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Eine schwere Plänklereinheit. Krass. Ja, die ist natürlich heftig dann. Die wird wahrscheinlich, wenn sie eine Wurfsperre geworfen hat, dann trotzdem noch auf die Kacke hauen können. Und dann viele mittlere Einheiten und eine einzige leichte Einheit. Das ist natürlich blöd. Und zwei Helden haben wir. Okay, mit den zwei Helden wird Hector locker fertig. Die sind auch beide nur Level 1. Dann haben wir aber Pferde. Ach ja, wir haben ja die Zentauren, wir haben die Riesen. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Wir können angreifen. Ja. Wir greifen an. Ich denke, wir gehen aber selber ins Spiel. Ich schau mal, los geht's. So, dann wollen wir aber mal Gas geben, denn wir haben jetzt schon ganz schön viel Zeit vergammelt. Was ist denn das denn für Mauern? Sind das Mauern aus dem Mittelalter oder was? Was ist das für eine Siedlung? Die sind ja höher als alles, was ich gesehen habe. Oder kommt mir das nur so vor? Weil die grauen Mauern habe ich jetzt noch nicht gesehen. Stärkere Mauern? Unzerstörbar. Ja, weil man keine Artillerie in diesem Spiel hat. Okay. Ja, das ist natürlich schwierig, aber ich muss mal gucken, wo die Schwachstelle bei dieser Map ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier direkt frontal kommen und das Tor direkt einnehmen, dann dürften nicht allzu viele Türme auf uns schießen. Ich muss auch den Turm da rechts beachten. Da darf man auch nicht so unbedingt von rechts kommen jetzt. Ja. Okay. Das Problem ist, die haben halt schwere und mittlere Einheiten. Und wenn die alle auf den Mauern stehen... Ja, egal. Okay, einer muss nach vorne und das ist dann Hector, der muss wieder ein Tor aufschlagen. Der kommt mal direkt nach vorne, dann werde ich jetzt mal alle schweren Einheiten zusammenpacken. Nee, nee, alle, also wirklich alle schweren. Aber das ist ja cool, ich habe noch gar nicht gesehen, dass wir, also noch gar nicht so realisiert. Ich glaube, wir haben noch nicht viel mit Hector gekämpft. Nachdem er die schweren Einheiten da rekrutiert hat, ne? Das ist mir noch gar nicht mehr bewusst gewesen. Dass der auch noch da ist, ne? Ja, dann werden wir alles krasse mal hier auf die Seite verlagern. Die schweren Einheiten schön hier hin. Dahinter können die mittleren Einheiten. Und dann eben... Die leichten Einheiten wahrscheinlich einfach mal hier rechts auf die Seite. Jo, die tue ich mal hier rechts hin. Ihr wisst warum, um ein bisschen zu entzerren, weil wenn wir jetzt rechts zwei Einheiten haben, wird der Gegner wahrscheinlich sehr viel mehr da abdrücken. Das heißt, wir kämpfen hier mit einer Überzahl gegen eine Unterzahl vom Gegner. Das ist dann auch zu wünschen. So, jetzt... Probiere ich die noch eben. Die kommen alle zusammen.
Vielleicht auch noch die Riesen dazu. Die packen wir aber jetzt mal, weiß ich nicht, hier zur Seite. Ne, hier in die Mitte, damit ich auch weiß, dass sie auch wirklich in die durch die Mitte gehen sollen. Ja, die Riesen werden auf jeden Fall erst kommen, wenn das Tor erobert wurde. Ja, und dann haben wir natürlich noch die wunderbaren Zentauren. Können wir unseren Einheiten nicht helfen? Doch, hier können wir nur runter. Und dann darum. Aber die sind doch, das ist doch eine ziemlich große Karte. Also auf der Karte jetzt beim Angriff, da sah das nicht so groß aus, muss ich sagen. Schon nice. Ja. Okay. Ja. Das ist natürlich der Vorteil zu anderen Total War Teilen, sag ich mal, ne? Wo die Karte ziemlich klein ist. Was mir nicht so ganz gefällt. Große Karten sind schon ganz cool. So. Ich würde sagen, los geht's. Hector stürmt jetzt mal direkt voran. Jo, der kann sich ja sogar heilen. Dieser Fähigkeit. Und der kann jetzt mal voranstürmen mit dieser Fähigkeit. Da geht er schneller durch. Jetzt läuft er einfach mal richtig schön nach vorne. Und dann hoffe ich auch, dass die Pfeile ihn nicht unbedingt treffen dabei. Vor allem, wenn er jetzt so schnell rennt. So, jetzt rennt er nicht mehr so schnell. Er wurde noch nicht großartig getroffen. Soweit ich gesehen habe. Euer Held wird angegriffen. Ah, guck mal, jetzt nutzt er auch das Schild. Nice. Ah, guckt euch Hector an, der ist doch... Oh, was für ein Bild. Wir hier lang können. Alles klar, schön. Ja. Nice. Wenn er jetzt da beim Tor ist, dann kann er auch nicht mehr getroffen werden von den Pfeilen. Man muss halt aufpassen, dahinter sind wahrscheinlich Einheiten. Speerträger, okay. Normale Speerträger. Kann man auch nicht mit der Kavallerie reinstürmen dann, ne? Okay, ja. Da muss ich gleich schön nachsetzen. Ich werde dann... erstmal beschleunigen, denke ich. Ich beschleunige mal eben. Es kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis Hector hier das Tor auf hat. Aber das sieht echt aus wie im Mittelalter jetzt gerade. Krass. Also ich würde sagen, ich setze hier gleich mal einen Cut, weil solange er jetzt nicht hier vorankommt, wird das Ganze nichts. So. Die Tore des Feindes Zack. Wurden zerstört. Hector hat das Tor aufgeschossen. Aufgeschossen. Ballert. Was ist hier los? Kann er das nicht auf sich selbst machen? Schade. Ja. Erstmal richtig auf die Fresse hiermit. Okay, Hector erledigt da schon mal alles. Jetzt hole ich natürlich direkt eine schwere Einheit, die da mitkämpft. Dann werden dort eine schwere Einheit hingehen. Dort auch, bitte. Und... ja, wo geht's noch? Hier, komm. Hä? So, habe ich ihn nicht losgeschickt? Ne, da. So. Die werden jetzt erstmal da hingehen. Dann möchte ich natürlich da noch am Turm eine mittlere Einheit haben. Obwohl, ne, warte mal. Dort möchte ich eine mittlere Einheit haben. Und ja, so machen wir das jetzt erstmal. Dann schauen wir gleich weiter. Die Türme müssen auf jeden Fall erobert werden. Ne? So, jetzt schauen wir mal, was Hector so sagt. Der kann sich ein paar Mal selber heilen, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn er gegen die kämpft da. Verstärkung ist ja unterwegs. Ihr seht da schon, die Männer kommen. Die haben erstmal eine starke Rüstung.
und Schilde. Das heißt, die Pfeile, die jetzt auf sie geschossen werden, die sind nicht unbedingt so schlimm. Wobei diese Einheit schon ordentlich was eingesteckt hat. So, die müssen aber jetzt Hector helfen. Eure Leiter steht an den Mauern des Feindes. Gut. Die werden nicht viel geschossen, das heißt, Hector kann sich heilen. Und auch die Freunde natürlich. So, einmal auf sich selbst, bitte. Ihr habt die Tore fast eingenommen. Und das kann er eigentlich auch nochmal machen. Und zwar auf seine Einheit hier. Und dann sollten die gleich hier für Ruhe gesorgt haben. Währenddessen werden die anderen schweren Einheiten jetzt hochsteigen. Ich habe die schweren Einheiten eben deswegen genommen, weil die robuster sind. Können leichter die Angriffe abwehren. Die halten länger durch, dann können halt auch die Männer besser nachrücken. So, jetzt würde ich sagen, haben wir die Tore eingenommen? Noch nicht. Ne, wir lassen die erstmal so kämpfen. Das passt schon. Hector! Ich habe gerade keine Fähigkeit hier einsetzen kann, leider. Oben ist sogar noch ein Held. Ich glaube, Hector kämpft jetzt mal gegen die Helden. Hä? Kann ich das nicht? Was ist das denn? Hä? Doch, da jetzt. Jetzt kann ich da. Oh. Renn da bitte hin. Sehr gut, Hector. Die Einheit, die schwere Einheit hier, die hält, glaube ich, durch, soweit ich sehe. Ja, die haben sogar die Einheit schon ein bisschen in den Rückzug gedrängt. Die müssen wir stoppen. Die dürfen nicht zu weit rein, weil sonst können sie flankiert werden. Oben, wie sieht's da aus? Ganz so gut, obwohl doch eine Einheit ist schon stark geschwächt, aber unsere auch. Wir müssen nochmal hier ein bisschen Power-Schubs geben. So, auf diese Einheit bitte. Ja, okay, die kämpfen gegen eine leichte Einheit, das sind ist unsere Elite-Einheit hier. Die gute. Das wird schon klappen hier. Die Wächter von Troja, das ist richtig gute Viechis. Die schaffen das. Ach, guck mal, und hier ist ja gar keine Gegenwehr. Mittlere Einheit, bitte einmal den Turm hier erobern. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann können die nämlich jetzt schon hier runterkommen und helfen. Oh, oh. Okay, die brauchen Verstärkung auf jeden Fall. Ich glaube, die werden von dem Turm beschossen. Eure Krieger verlieren den Mut. Ja, die werden klettern jetzt mal, die drei klettern jetzt mal da hoch. Ja. Bitte da hochklettern und ihr zwei kommt dann mal bitte auf die Mauern hier. Ja, und wenn gleich in der Mitte frei ist, dann kann ich tatsächlich auch noch. Zentauren reinschieben. Hector, bitte hinterher. Und zwar mit Sacred Strike! Ja, Mist, die müssen sich eigentlich zurückziehen, aber das können die natürlich nicht, die schweren Einheiten. Ich glaube, die werden ausgelöscht. Alles hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Ah, guck mal, einen Helden haben wir schon mal besiegt. Jetzt muss Hector den zweiten Helden erlegen. Kannst du das machen, bitte? Er muss seinen Sieg erstmal feiern. Und jetzt hier, komm. Hau rein, mein Freund. Was macht der denn da? Achso, die sind schon hier hingegangen, die schweren Einheiten. Okay. Oh, Moment. Ja, die sollen mal. Ah, guck mal, da sind ja auch die schweren Plänkler. Ja, die kämpfen gerade. Ich weiß nicht, warum das so. Okay,
Okay, Hector muss sich durchkämpfen zum Helden. Kämpft ihr schon gegen ihn? Ich kann es danach aussehen. Wir werden hier immer hin und her geschmissen. Naja. Auf, mein Freund! Ich will jetzt nochmal heilen, und zwar diese, wo ist die schwere Einheit? Da. Ihr habt eine Einheit verloren. Sind auch alle geheilt worden. Wir werden alle nochmal Boni kriegen durch die Fähigkeit. Geschwindigkeit, rüstungsdurchdringender Schaden, Sturmangriff. Okay, aber leider habe ich jetzt, oh Mann. Die müssen jetzt mal hier reingehen. Das werden die doch weiter getroffen. Was ist mit euch? Oh, die ziehen sich zurück und werden dann abgeschossen von den... Ah! Komm schon, erobert die Tore, bitte. Von den Türmen werden die abgeschossen. Die werden gleich sterben. Leute, komm schon. Jetzt sind die drei Einheiten tatsächlich da unten stehen geblieben. Okay, die sind gleich außer Reichweite. Ein paar Leute von denen sind außer Reichweite. Nein! Oh, jetzt werden die da rein. Was ist denn mit den Toren? Warum werden die nicht erobert? Krieger sammeln sich. Verdammt. Okay, ihr rennt bitte hier hin. Hier hin. Weg. Damit ihr nicht vernichtet werdet. Okay, die können dann ja auch runterkommen letztendlich. Ja, hier spielt sich auch einiges ab. Oh, jetzt ist Hector... der Held ist jetzt runtergegangen. Jetzt muss Hector natürlich auch runter. So ein Mist. So, komm, Hector, los geht's. Ja, okay, die ziehen sich auch zurück. Mittlere Einheit, bitte noch einmal hier rum. Das sieht gar nicht mal so gut aus hier gerade. Das finde ich echt schlecht. Wobei, die haben danach nur noch Fernkampfeinheiten. Oh! Was ist hier los? Schaffen die das? Ne, ich glaube nicht. Also eine Einheit muss hier vorne helfen. Oder mach mal so. Und die helfen bitte hier. Und ihr greift bitte auch hier an, sonst fliehen nicht gleich die Nächsten. Hector, greift bitte den Helden an. Und die Zentauren greifen auch mal bitte jetzt ein. Hä? Was los? Aber gehen in den Angriffsmodus, natürlich in den Nahkampfangriff. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Okay. Soweit, so gut. Die kämpfen hier oben, das ist auch in Ordnung. Die sollten allerdings sich hier unten mal rausgehen. Geht das? Nee, die wollen unbedingt hier durch. Kann man denn nicht hier durch? Warum machen die das nicht? Achso, die müssen ja erstmal. Ja, okay. Ihr habt den feindlichen Dorf eingenommen. Müssen, ne? Ja, das bringt nichts, wenn die da jetzt mitkämpfen. Die sollten dann hier hinpassen. Kehrt doch mal um. Machen die gar nichts mehr. Ja, die kennen schon. Ne? Greifen die halt da mit an. Er ist auch ein bisschen blöd, ne? Manchmal auf den Mauern da. Haben wir die denn jetzt mal erobert? Ne, jetzt beginnt's langsam. Die Eroberung der Tore beginnt und dann... Ja. Oh, ich hoffe... Ah! Leute, geht rein, bitte. Ihr habt die Tore eingenommen! Hinterher. Schön hinterher. Und die können jetzt auch mal, also ich, die leichten Einheiten können jetzt auch mal rennen. Die wollen jetzt ins Zentrum zurückfallen, so wie es aussieht. Der Sieg mit den, ist zum Greifen nah. Ja, mit den Fernkampfeinheiten. Ich werde jetzt mal... Nee, ich warte, bis das Tor... Ah, das Tor ist erobert. Die schießen auf die fliehenden Feinde, so wie es aussieht. Sehr gut. Okay. Dann kommen jetzt die Fernkampfeinheiten noch dazu. Ja, die werden jetzt mal hier kämpfen. Die Zentauren helfen hier auch mal bitte aus.
Und Hector der Feind versucht, die Tore einzunehmen. Gegen den und rennt ihm auch jetzt mal schnell hinterher. Und der Rest zerstört hoffentlich diese Einheiten. Ja, die sind zerstört, sehr gut. Okay. Gut, wir haben die Tore eingenommen. Jetzt rücken wir mal vor, und zwar hier in die Mitte. Und die Fernkampfeinheiten holen wir auch noch dazu. Kommen jetzt mal, was ich von der Seite hier. Ja, die sollen auch schon mal in die Mitte kommen. So. Ja, guck mal, die können schon mal hier diese Esel da handeln. Die können auch. Ah, nein, die Speere nicht. Nee, die Speere nicht. Ach, Mist, guck mal, ich habe die auch in die Speere geschickt, ne? Ne, da können die besser aus der Ferne schießen. Dann geht mal. Frei feuern haben die ja schon. Schießen. Plänkler-Modus muss ich natürlich ausstellen, sonst bleiben die nicht am Fleck. Wahrscheinlich haben die deswegen auch draußen gewartet, weil der Plänkler-Modus auf dem war. Gar nicht großartig angegriffen. So, hinterher. Nochmal Wurfgeschosse ein, genau. Bitte einmal hoch. Warum gehen die denn da über die Mauern? Das ist doch viel besser, hier durchzugehen. Aber naja, egal. Ich stelle es mal nicht in Frage. Gucken jetzt mal hier rein. Die kommen hoffentlich runter und greifen dann mal da unten an. Ach so, wir haben gewonnen schon wieder. Nice. Ja. Gut, ich krieg das nie mit. Ja, den brauche ich gar nicht verfolgen, den Typ. Der ist jetzt sowieso zerstört, letztendlich. Dann würde ich sagen, wir haben gewonnen. Gefecht können wir beenden. Die Schlacht ist geschlagen. So. Okay. Tschüss, Mann. Eieieiei. Der hat den Speer aber richtig abgekriegt. Okay, es war tatsächlich noch ein kadmäischer Sieg. Ja, wir haben einige Einheiten verloren. Zwei ganze Einheiten haben wir verloren. Ich dachte, die schweren Einheiten brauchen weniger Unterstützung gegen die mittleren Einheiten. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat es daran gelegen, dass sie halt die Mauern erst hochklettern mussten. Macht nichts. Für diese Einheiten können wir dann andere Einheiten rekrutieren, denn Hector wird ja nicht lange auf dieser Insel bleiben, hoffe ich. Ich werde ihn nochmal zurückschicken und dann wird er Streitwagen rekrutieren oder sowas. Auf jeden Fall coole Sachen. Wir gucken mal, welche Einheiten wir ihm so geben können. Und ja, macht nichts. Also die anderen müssen sich alle erstmal erholen. So viel ist schon mal klar. Ja, wir haben nämlich einige Verluste. Leider Gottes. Naja. Aber der Gegner ist komplett ausgelöscht worden, auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Und dann besetzen wir die ganze Insel doch mal. Ich könnte natürlich auch ausrauben. Mach ich aber nicht. Gut, also. Eigenschaft erhalten. Weithin bekannt. Kaum jemand, egal ob Freund oder Feind, hat noch nicht von den Erfolgen dieses Charakters gehört. Erhalten durch den Sieg in vielen Gefechten. Also Hector ist jetzt schon bekannt, so wie es aussieht. Und er hat plus 10% Aura-Größe, plus 3 Nahkampfangriff des Helden und plus 3 Einfluss für die Region. Nice. Das kann man sogar noch ausweiten auf das Dreifache. Finde ich eine gute Sache. Coole Eigenschaft, kann Hector gebrauchen. Und er hat sogar noch äolische Klammis. Irgendwie sowas. Okay, plus 3 Zufriedenheit. Ja, ist ein Mantel bekommen. Fraktion vernichtet, Etelea. Mögen sie in Frieden ruhen. Wir haben ein gutes letztes Gefecht geliefert, muss man ja sagen. Wir können nochmal gucken. Priamos Respekt ist auch gestiegen. Um 5 Punkte. Erobert die Ergeres, erfüllt und sein seit im. Wir haben wahrscheinlich wieder gegen den Fraktionsführer gekämpft. Von den Achäern.
Das heißt, es waren Akea. Super. Also hat uns das doch nochmal ein paar Punkte gebracht, gegen diese Fraktion Krieg zu führen. Siedlung besetzt, nicht Handelsvertrag, Tauschabkommen. Nice. Okay. So. Dann haben wir jetzt eigentlich sogar die Gelegenheit, in dieser Siedlung Zyklopen zu rekrutieren. Ich glaube, dazu muss man aber eben die entsprechende die entsprechende Gunst bei einem Gott haben. Wir schauen mal, was wir mit der Siedlung machen. Wir haben jetzt einiges gemacht, wir haben viel aufgebaut. Wenn ihr jetzt mal oben links seht, haben wir sogar mehr Nahrung bekommen. Wahrscheinlich durch den Hafen hier. Vielleicht behalten wir die Siedlung auch. Müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Wir gucken einfach mal. Das war's soweit. Wir haben hier leider das Bündnis mit Aeneas brechen müssen, weil Hippolyte angegriffen hat. Haben aber zum Glück keinen Krieg mit denen und haben wieder nicht Angriffspakt mit Aeneas noch kriegen können. Sind leider im Moment unzuverlässig diplomatisch. Dadurch haben wir in der Diplomatie natürlich schlechtere Karten. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt Myrina erobert, eine weitere Fraktion gelegt und sind in Priamos Gunst gestiegen um weitere 5 Punkte. Wir haben wieder 19. Wieso haben wir 19? Oder wird das erst in der nächsten Runde gezählt, dieser Punkt? Diese Punkte? Vielleicht kommen die auch erst in der nächsten Runde, dass die dann gezählt werden. Weiß ich nicht. Naja, schauen wir mal. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weiterläuft. Im nächsten Part wird sich Hector auf jeden Fall erholen. Lasse muss sich auch erholen. Und dann hoffe ich, dass wir unser Reich nochmal ein bisschen weiter ausbauen können. Neu rekrutieren können vielleicht. Und weitere Punkte sammeln können. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich ciao. Thank you.